Die Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg bleiben weiterhin ein Streitthema. Die Zahlen, die die Landesregierung vorlegen, seien falsch, heißt es von Seiten der CDU. Die von den Christdemokraten vorgenommene Vergleichsrechnung der Kosten je Schüler beruhe auf den aktuellen Haushaltszahlen und könne vom Kultusministerium bisher nicht widerlegt werden. Stochs Aussagen, dass ein Kostenvergleich zwischen den Schularten nicht gezogen werden solle, entlarve seine wahre Absicht, sich einem solchen zu entziehen. Zum kommenden Schuljahr wird es dann mehr als 210 Gemeinschaftsschulen im Land geben.